Herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. Zu einer klitzekleinen Aufnahme. Gerade geht es ja ein bisschen drunter und drüber bei mir privat, deswegen kommt auch gerade zu wenig. Jetzt nur eine kleine Aufnahme, damit es nicht ganz abbricht, ne? Weißt du ja. Das Problem ist, ich weiß schon, naja, relativ wenig mehr, was unsere Ziele waren. Ah, ich erinnere mich. Wir sollen nach Delphi. Und wer dieser Timon von Megara ist, weiß ich leider nicht mehr. Alte Krieger, den haben wir geholt. Das weiß ich wenigstens noch. Aber sonst, naja. Schauen wir mal. Hier war der liebe Herr Leonidas. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir weiter, ne? Warte mal, ich gucke mir mal die Waffen an. Wir hatten diesen Bogen und die Keule. Und der Bogen hatte Giftschaden. 3,3, genau. Das ist doch nicht schlecht. Und wir haben eine Menge Kohle. Leck mich übel. Wollten wir das Zeug verkaufen? Nee, das wollten wir irgendwann tragen. Okay, gut. Wir kriegen das schon wieder hin, versprochen. So. Hier waren wir ja eigentlich schon. Ah, ich brauche mal die Map, warte. Genau, hier unten war der Ötzi und so weiter. Genau. Ziemlich hier oben. Hier waren wir auch überall schon. Und hier sieht so aus, als könnte es da weitergehen. Also porten wir uns da nicht hin. Wir gehen halt hin. Machen wir das mal. Warte mal, wo geht's da lang? Hier oben rum müsste auch gehen. Gut. So. Ah, Pilat. Huch. Glatt mal nicht aufgepasst. Wer seid ihr denn? Mal ganz ruhig. Ist ja nett, dass der Spartaner uns hier helfen will, aber hey, wir können das auch selber. Mensch, der unterschätzt uns mal wieder. Dabei sind wir doch die Evelyn Kniebler auf Level 6 mittlerweile. Sau nice. Und mit dem Giftbogen hier kann man sich auch mal auf andere Gegner konzentrieren, während die andere noch am Gift verrecken. Das ist so saumäßig praktisch. Alter, macht der Damage. Aber ich gucke mir schon gar nicht mehr an, was hier rumliegt, weil ich ja weiß, wo ist denn Y hier? Weil ich ja weiß, dass die eh nur Schrott droppen. Die Zeit können wir uns auch gut sparen. So, die paar Satyre hier noch. So, und das war's dann auch wieder. Mit dem Lager. Ach, die Wildschweine, die... Ah, der Zentaur. Daran erinnere ich mich doch auch. Ganz dunkel. Dann schnappen wir uns noch kurz die Experienze. Und versuchen weiterzugehen. So, wo geht's denn da lang? Ach, ein paar Gräben. Die langweilen mich doch. Alter. So viel zum Thema, die langweilen mich. Was war denn da jetzt gerade wieder los? Mensch. Ich muss echt... Warte mal, da ist gerade oben auf der Minikarte. Was ploppt denn da auf? Nessus? Der Zentaur? Ah! Das war doch eine Quest, aber den haben wir doch schon besiegt, oder? Dialog. Du bist also der... Ja. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir den Zentaur schon besiegt haben. Also den dicken. Aber ich kann jetzt mal trotzdem noch mal kurz hingucken. Oh, ich schlürf lieber mal einen Trank. Aua. So. Das wäre ja jetzt komisch, wenn der wieder da ist. Also ich meine, ich weiß ja mittlerweile, dass so Sachen wie hier, die Wildschweine und Satyre wieder spawnen, nachdem man den Spielstand wieder geladen hat. Aber dass so dicke Gegner wieder da sind, das ist doch Quatsch. Tatsache, da ist er wieder. Haben wir die nicht besiegt oder was? Habe ich nicht gespeichert? Hä? Ob wir den jetzt kriegen? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Ich sehe schon, wir machen erstmal seine Handlanger. Oh Gott. Oh mein Gott. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mir hinterher zu laufen?
Ach, das sind... Okay, er ist down. Bügelt er auch. Alter, ich schlürfe da noch einen Trank. Und dann gehen wir da mal strategischer vor. Ich versuche erstmal nur die Kleinen, in Anführungszeichen, herzupullen und die erstmal zu erledigen. Um mich dann um den dicken Onkel zu kümmern. Was ist das denn schon wieder? So. Onkelchen, wo bist du? Vorsichtig. Ah, nicht zu nah. Kann ich reinzoomen? Ja, aber das bringt mir gar nichts. Mama. Nein! Nein! Nicht schon wieder. Das wollte ich doch vermeiden. Ich wollte es vermeiden. Gehst du jetzt weg? Zum Glück verschwindet der Olli früher wie die Nervigen hier. Alter, die ziehen ab. Alter, noch ein Trank. What? Habe jetzt die falsche Taste gedrückt? Ja, habe ich. Verdammt. Weg von mir, ihr scheiß Kriegen. Kümmert euch gefälligst um den anders. Wow. Aber die gehen ja zum Glück recht schnell down. 3, 4 Schüsse. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank. Ach, da ist noch einer. Ach so, ein Energietrank. Okay. Die Taurin. Noch mehr kannst du nicht tragen. Na gut, dann eben nicht. So schön langsam müssten wir ja bald die ganzen Handlanger down haben, ne? Ja, 3 Stück sind noch da. Ba, 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 Mama. Genau, du bist jetzt eh down. Und du auch gleich. Zack, jetzt bist du down. Und du genauso. Hallo. Genau. So, jetzt haben wir's. Ich trinke nochmal was. Ach, Gott, was willst denn du hier? Oh Gott, das macht ihn ja null Damage. Null. Aber er zieht uns natürlich derbe ab. Jetzt warte mal. Wo ist denn C? Ich sehe hier nichts. Haben wir denn nicht noch irgendwelche coolen Sachen? Geschicklichkeit 90 haben wir noch lange nicht. Und sonst haben wir keine anderen Waffen mehr. Warum denn nicht? Ah. Verdammt. Ja, das könnte jetzt ziemlich bitter ausgehen. Oh, verdammt. Ich versuche mich mal mit Tränken, das Ganze mit Tränken zu lösen. Was natürlich gar nichts bringt. Scheiße. So geht's. Immer einmal treffen. Also es ist halt langwierig, gell? Immer einmal treffen und wieder abhauen. Hab ich. Wieso können wir denn keine Magie irgendwie verwenden? Charakter, Fähigkeiten, Karten, Gruppen, Schnellauswahl, bla. Fähigkeit. Schau, Gesundheitstrank. Portalstein, stationärer Angriff. Ach so, ja. Und ich habe den Tipp gekriegt, mal hier unten nachzuschauen. Was ist denn das alles? Okay, das wissen wir. Fähigkeitenfeld. Wo ist das denn? Wählen Sie sorgfältig, sobald die Fähigkeitenpunkte in Ihrer Meisterschaft verteilt sind, können Sie dies nicht rückgängig machen. Bei Stufe 8 erhalten Sie eine zweite und letzte Meisterschaft. Aber. Okay. Oh Gott, welche ist denn da die beste? Der Jäger ist der Meister im Kampf mit Bogen und Speer. Können ganze Feinde durchbohren. Bei der Jägerei verlässt man sich auf Geschwindigkeit und Abstand und außerhalb der Reichweite des Feindes zu bleiben. Boah, hier brauche ich wirklich mal einen Tipp, was ich hier wählen soll. Von unseren Meistern, zum Beispiel vom Wipfelgnomen. Ich weiß es nicht. Was haben wir da noch alles? Aufgabenfenster, Kartenfenster, bla bla bla. Und was ist hier? Portalstein und Waffenwechsel. Das Charakterfenster ist einfach C, jo. Und das hier geht mit S. Wo ist denn S hier? Okay. Ja, ich denke, wir werden auf Jagd gehen, weil wir jetzt die ganze Zeit hier mit dem Bogen rumhantieren und wir auch noch hier den Dicken hier in der Reserve haben. Wobei, ja gut, so dick ist der jetzt auch wieder nicht. Da ist der Giftschaden fast schon besser. Aber ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht. Hilfe, Hilfe.
Nee, warte, ich will jetzt mal die Jagd aus. Alter, wieso sagt mir denn gar keiner was? Mit jeder weiteren Stufe erhalten Sie neue Fähigkeitenpunkte. Diese Punkte können Sie Ihrer Meisterschaft oder individuellen Fähigkeit hinzufügen. Meisterschaftsstufe. Wenn Sie einer Fähigkeiten Meisterschaftspunkte zuweisen, werden neue Gruppen mit Fähigkeiten freigeschaltet. Um die Meisterschaftsstufe zu erhöhen, müssen Sie auf die Meisterschaft... okay, das ist nur Blabla. Alter! Erweckt den räuberischen Geist und die Listigkeit, die nötig sind, um die Kunst der Jagd zu erlernen. Zwei Stärke zeige ich... Alter, wenn ich das früher gewusst hätte, verdammt. Na gut. Und nochmal mehr Stärke. Und nochmal mehr Stärke. Geschicklichkeit leben. Alter, Alter, Alter. Bam, bam. Sie haben all Ihre Fähigkeitenpunkte in die Meisterschaft investiert, anstatt damit neue Fähigkeiten zu erwerben. Wenn Sie das nächste Mal, sollen Sie auch ein paar Punkte... Auf das Symbol. Und wie? Ah. Oh. Alter. Alter. Hey, das ist... Alter. Schützenkönig. Zwei Energiekosten, vier Durchschlagschaden. Geschossgeschwindigkeit. 300% Bewegung. Alter, das ist nice. Radius wird erhöht. Oh, das ist natürlich auch geil. Energiekosten. Okay. Okay, ich glaube. Alter, Alter, was man hier alles aufwerten kann. Wieso weiß ich denn nichts? Das erzählt einem auch keiner. Jetzt kann ich das noch mehr hochleveln, Alter. Also hier haben wir schon... Alter, Finne, plus 16 Stärke und 22 Geschicklichkeit. Jetzt können wir den anderen Bogen benutzen. Ah, ne, den Speer. Und die Bogen erst bei 90. Ei. Aber da fehlen nur noch 6 zur Geschicklichkeit 90. Boah. Jetzt warte mal, kriegen wir noch irgendwo Geschicklichkeit? Nee, nur hier. Dann benutzen wir die restlichen Punkte, um hier nochmal 2 hochzusteigen, weil jetzt müssten wir... Nein, immer noch nicht. Erst 89, also nochmal, zack. Und jetzt können wir hier... Schaden gegen Tiermenschen, Angriffsgeschwindigkeit, Radius, das ist natürlich auch nice. Bam! Ah, der Jagdruf. Aber wie benutze ich den dann jetzt? Hä? Weisen Sie diese Fähigkeit der linken Maustaste zu. Ah. Oh Mann. 5 Energiekosten. 33 Schaden durch Blutung für 3... Boah. So, und wie weiß ich das Zeug jetzt zu? Warte mal. Achso, nee, ich kann hier... So, jetzt schauen wir mal, was wir gegen den Dicken hier ausrichten. Ja, auch nicht viel mehr. Gar nicht viel mehr. Aber wenn wir einen höheren Radius haben, bringt uns das jetzt schon was? Nö, oder? Wow. Mal schauen, was gegen die geht. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Fähigkeitenpunkte mehr. Vielleicht habe ich hier jetzt auch alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Aber wer weiß. Aber den Dicken da oben kriegen wir jetzt trotzdem noch nicht down. Aber es geht schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Vielleicht geht es dann jetzt mit Heiltränken. Ich schluck gleich mal einen. Oh, ne. Wir haben jetzt die Hälfte down und haben einen Trank benutzt. Ja, das funktioniert doch. Und nochmal einen. Wir haben noch nur noch 3 Tränke. Das ist natürlich dürftig.
Aber gleich haben wir den dicken Nessus. Trinken wir nochmal ein und jetzt müssen wir es eigentlich erledigt haben. Na komm, jetzt haben wir's. Alter. Was für ein dicker Onkel, und das war nicht mal eine Quest? Einen Schleifenring? Boah. Ach, wir hätten ja den benutzen können. Ich Idiot. Wo ist es, der Schleifenring? Ist er das? Ja. 64 Energie? Nö, brauchen wir nicht. Ach, das Zeug können wir jetzt auch benutzen. Rüstung 21 plus 3 Stärke. Das ist awesome. 18 Rüstung. Gut, das ist nicht gut. Dann haben wir zwar weniger Regeneration, aber komm. 18 Rüstung. Bam. Wow. Wow. Wie viel Rüstung haben wir denn jetzt? Haha, Putzers, der alte Jäger. Gesamtrüstung 67. Awesome. Jetzt mal gucken. Ach, der Bogen ist ja gar nicht mehr so geil. Naja, gut, eigentlich schon. Nein, nicht sterben, nicht sterben. Trink einen Trank. Verdammt, jetzt haben wir nur noch einen Trank übrig. Das ist ja wirklich, wirklich dürftig. Ja, und ich dachte, wir haben so dicke Geschwindigkeitsverbesserung. Habe ich mich da getäuscht oder bin ich dumm? Wo ist ein Rennen? Hier, 100 noch. Ist das vielleicht die Schussgeschwindigkeit irgendwie? Liegt hier noch was? Ein Gesundheitstrank. Das ist gut. Und sonst ist nichts gut. Weiß nicht. Ah, jetzt da oben. Ah. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schnellauswahl. Ah. Der Jagdruf. Mit erhöhter Geschwindigkeit und Listigkeit. Ah. Und das hier? Ein brutaler. Ja gut, Speer benutzen wir gerade eh nicht. Wieso habe ich das denn überhaupt gelevelt? Der Jagdruf. Wollen wir die jetzt mal anschreien oder wie oder was? Na, wo waren sie denn? Hier drüben, ne? Und jetzt sind wir besser oder wie oder? Ja. Ja, definitiv. Eindeutig. Krass. Na gut, den Centaur interessiert das nicht so besonders. Alter, aber die Satyre wird es interessieren, ja. Alter. Eine Satyre mit einem Schuss down. Was ist denn da los? Krass. Verdammt. Ach, was willst du denn? So einen Jagdruf können wir nur alle 12 Jahre benutzen, so wie es aussieht. Oh oh. Erstmal das Schwein. Aber ich sehe gerade, die Folgenzeit ist eigentlich eh schon wieder um. Scheiße. Und deswegen möchte ich jetzt gern schon wieder aufhören. Wir reißen nochmal. Was? Nein. Nein. Wo bin ich denn, bitteschön? Alter, ich will doch nach Sparta, Mensch. Ist hier nicht Sparta? Doch. Ja, kommt ruhig her, ne? Ha, jetzt hat er die Spartaner am Hals. Oder auch nicht. So wie es aussieht. Naja. Ach, hier war der seinen Vater gesucht hat. Genau. Ey, jetzt, komm. Macht euch mal nicht zum Affen. Boah, gut. Der alte Hippias war der gefürchtetste Krieger seiner Zeit. Ja. Mit einem Zehntel seiner Kraft.
Und hier oben hatten wir nicht irgendwie einen Händler oder wie oder was? War der nicht? Ach, auf der Karte sehe ich es. Hier müsste einer sein. Genau, du warst es. Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner auszurüsten. Na, die Beeile Spartaner. Dich, was möchtest du? Na, ich will verkaufen. Na. So, und du, dich behalten wir nochmal. Das Kurz, ja, das behalten wir auch. Ja, dich haben wir zwar verbessert, aber... ich glaube, ich würde dich trotzdem behalten. Und dann 9% Wahrscheinlichkeit, 47 Schaden abzublocken, 19 Schaden. 19 Schaden, 9% 47. Das sind doch die eindeutig dieselben Schilder. Also weg damit. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Tränklein kaufen. Zack, zack, zack. Und nochmal 5. Und nochmal 5, weil wir das Geld gerade haben. So, und jetzt mache ich schon wieder eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zugucken. Bye.